Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dass man mit Lego Geld verdienen kann, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Aber heute zeige ich euch mal die Top 5 Lego Star Wars Sets, die mindestens 1000% Wertsteigerung seit EOL haben. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich sagen, bleibt dran und los geht's. Platz 5. Darth Maul als UCS Set, so eine Art Büste ist das, für 200 Euro UVP, verließ uns im Oktober 2001. Ich muss sagen, die Büste, ja, muss man mögen, denke ich. Vielleicht fehlt mir auch einfach die Villa, dass ich sowas ausstellen kann. Aber der aktuelle Preis, zu dem es verkauft worden ist, bei eBay in Höhe von 2.168 Euro kann sich definitiv sehen lassen. Was eine Wertsteigerung von 1.084% macht, Wahnsinn, in fast 22 Jahren. Ich sag mal, wer kann das heute noch machen mit irgendwie Gold, Silber, anderen Edelmetallen, Aktien oder ähnlichem? Das wird ein bisschen schwierig, schätze ich mal. Falls ihr da eine Anlagemöglichkeit wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns weitermachen. Platz 4. Als nächstes haben wir Jango Fett, seine Slave One. 70 Euro UVP im Dezember 2003 ging das Set vom Markt und ich muss sagen, ja, klar ein ikonisches Set, allerdings, ja, bautechnisch. Ich sag mal, da hat sich Lego durchaus in der Zeit gesteigert. Die Figuren, auch so klassische Figuren, natürlich noch hier mit gelbem Gesicht, gelben Händen. Ja, nicht mein Fall, aber natürlich super ikonisches Set. Aber wiederum, der Preis ist mein Fall. Wird aktuell verkauft so für 1300 Euro. Also Wahnsinn. Und das macht dann natürlich eine extreme Wertsteigerung von 1860%. Also ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Mit Lego kann man durchaus einige Euro verdienen. Platz 3. Auf Platz 3, der Barkspeeder. Fast 30 Euro UVP, verließ den Markt im Dezember 2014. Ja, der Speeder an sich, nichts Besonderes. Der Kommandodroide wird so für 3 Euro verkauft, circa Obi-Wan für circa 11 Euro. Aber jetzt das Highlight, ein Phase 2 Clone Trooper Captain Rex. Der wird gehandelt für knapp, ihr seht es ja, für 150 Euro. Auch dort die Tendenz ganz klar steigend. Und wenn ihr das ganze Set heute OVP haben möchtet, dann müsst ihr ganze 600 Euro dafür hinblättern. Was natürlich eine extreme Wertsteigerung ist, in dem Fall von genau oder ziemlich genau 2000%. Wahnsinn, innerhalb von 8,5-9 Jahren 2000% Wertsteigerung kann sich definitiv sehen lassen. Platz 2. Auf Platz 2 hat es so eine Minifigur. Box geschafft. 25 Teile für 5 Euro UVP im Dezember 2002 vom Markt gegangen. Enthalten in dieser, ich sag mal, Box, Polybag, sind dann Darth Maul, der Imperator und Darth Vader. Darth Maul wird so für knapp 17,50 Euro gehandelt, der Imperator für 19,29 Euro und Darth Vader für 40,32 Euro. Die ganzen Figuren sind nicht exklusiv, die gab es noch in weiteren Sets. Nichtsdestotrotz, wenn ihr dieses Set für damals 5 Euro heute kaufen möchtet, müsst ihr knapp 200 Euro hinblättern, was eine krasse Wertsteigerung macht von 4000%. Und wie man auch dort sieht, man muss keine Riesensummen investieren, um eine gute Rendite in Lego Star Wars zu machen. Also 5 Euro, stellt euch einfach nur vor, ihr habt 10 Stück davon genommen für 50 Euro. Wahrscheinlich gab es die auch noch für ein paar Euro billiger, aber sagen wir mal 50 Euro und dann habt ihr heute 1000 Euro in der Tasche. Besser geht's doch nicht. Platz 1. Und auf dem verdienten ersten Platz Cloud City. 90 Euro UVP, verließ es im März 2005. Das Set damals wollte eigentlich keiner wirklich haben. Ne? 90 Euro für nicht mal 700 Teile, das war damals viel zu viel Geld. Damals waren die Preise noch nicht so absurd teuer oder lackgesoffen teuer, um den Held der Steine zu zitieren, was Lego Star Wars anging. Ja, wir haben einzigartige Figuren, die sind alle exklusiv, beziehungsweise fast alle exklusiv. Den Stormtrooper gibt es natürlich in weiteren Sets auch. Wenn ihr so ein Boba Fett haben wollt, ja gut, kann man natürlich machen, muss man aber ungefähr 1500 Euro auf den Tisch legen. Das Set an sich, ja, ist okay designt, würde ich sagen, ist jetzt kein Kracher oder sowas, ist halt ein typisches Spielset. Aber ja, wenn ihr das heute neu kaufen wollt, das Set, dann müsst ihr sage und schreibe 8871 Euro auf den Tisch legen. Wahrscheinlich sogar jetzt mittlerweile ein paar Euro mehr, weil zu diesem Preis wurde es im März verkauft und Tendenz dort auch ganz klar steigend, was eine unglaubliche Rendite im Endeffekt macht von 9857%. Von 2005 bis heute eine Wahnsinnsrendite. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, ich wusste, dass es sehr, sehr wertvoll geworden war, aber dass es nochmal 9857% sind, ja, das war mir so auch nicht bewusst. War es euch bewusst? Schreibt es mir ja gerne in den Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat, gut unterhalten hat und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.